Herzlich willkommen bei Modul 3, wo wir ein bisschen auf die Moderationsphasen gucken. Und ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, ein kleines Beispiel, damit die Sachen so ein bisschen handlicher werden, wenn wir die nächsten Schritte jetzt gemeinsam gehen. Was läuft eigentlich bei Treffen meistens schief? Meistens sind so Treffen so wie diese Werkbank. Also als Beispiel habe ich euch mitgebracht eine Gruppe, die sich lokal engagiert. Das ist eine Gruppe, die einen internationalen Garten zusammen betreut, also in der Stadt einen Gemeinschaftsgarten hat, wo Menschen aus ganz vielen Nationen mit ganz vielen verschiedenen Geschichten zusammenarbeiten, Gemüse anbauen, Feste feiern, sich austauschen, ökologische Dinge miteinander lernen und aber vor allen Dingen auch einfach eine gute Zeit miteinander verbringen und einander helfen, sich in dieser Welt zu integrieren, beziehungsweise ihre Dinge, ihre Einstellungen, ihre Ideen, ihre Perspektiven auch in die Welt reinzubringen. Die Gruppe ist ziemlich gewachsen im letzten Jahr durch einige ukrainische Geflüchtete, die zur Gruppe dazugestoßen sind. Und jetzt treffen sich 8 Menschen um 19 Uhr im Gartenpavillon dieses Umweltzentrums, das sozusagen nebenan ist, um das nächste Jahr zu planen. Und was da jetzt passiert ist, dass der Klaus, der ist schon lange dabei, der schlägt vor, dass man im nächsten August auf jeden Fall wieder einen Tag der offenen Tür machen muss. Und Sabrina erinnert sich gleichzeitig daran, dass das ganz schön viel Arbeit war, dass es am Ende ganz schön geknirscht hat, dass eben im Sommer immer viele im Urlaub sind und diese Tage der offenen Tür deswegen so schwer vorzubereiten sind und dass auch einige Leute die Gruppe danach verlassen haben, weil sie so gefrustet und überarbeitet waren und keine Lust mehr hatten, sozusagen in dem Zuge zusammenzuarbeiten. Irene in der Gruppe, die findet einen Tag des offenen Gartens toll, aber die würde halt lieber einen anderen Termin finden wegen dieser Sommerproblematik. Und weil sie halt nächstes Jahr auch genau an dem Termin, der da schon so ins Auge gefasst ist, gibt so einen traditionellen Termin dafür, da ist sie auf eine Hochzeit eingeladen und deswegen könnte sie dann auch gar nicht dabei sein. Am Ende des Treffens, 90 Minuten, wurde diskutiert. Es wurde quasi nur über den offenen Tag des Gartens diskutiert. Es wurde ganz viel gesprochen, aber fast nur von den Menschen, die schon lange dabei sind. Viele der Neulinge haben gar nichts gesagt. Und jetzt wissen sie immer noch nicht so genau, wie es eigentlich im nächsten Jahr weitergehen soll. Am Ende gibt es also keine Entscheidung, sondern Frust und Müdigkeit, weil man um 21 Uhr dann endlich nach Hause geht, um ins Bett zu fallen. Das passiert in vielen Treffen. Was schon mal hilft, was wir oft tun, wenn wir Tagesordnungen aufstellen, ist es, dass wir Dinge sortieren. Das schafft schon mal so einen gewissen Überblick, aber Moderation kennt noch einen anderen Trick. Und zwar das Ziel nochmal anders in den Blick zu nehmen, denn wir wollen ja nicht nur Sachen sortieren, sondern wir wollen, dass da was wachsen kann. Und da gibt es dieses Phasenmodell der Moderation, das darauf abzielt, Diamanten zu schürfen, also Diamanten zu finden im gemeinsamen Miteinander. Und die Idee ist es, die Phasen zu trennen. Und zwar immer zu trennen die öffnenden Phasen, wo ich öffne, um einen Überblick zu gewinnen, um Verständnis zu erzeugen, um Breite oder Tiefe zu gewinnen, um viele Ideen zuzulassen. Und das zu trennen von den Phasen, wo ich auswähle, wo ich fokussiere oder wo ich entscheide. Und in der Regel findet das bei Treffen nicht einmal statt. Es ist nicht so, dass ich einmal öffne und dann wieder schließe, sondern in der Regel passiert das immer, immer wieder. Und ich muss mir bei jedem Tagesordnungspunkt quasi überlegen, ist das einer, wo ich eher öffne oder einer, wo ich auch zurückschneiden will? Oder ist es einer, wo ich beides brauche? Und wie kann ich das dann mit Fragestellungen oder Methoden trennen? Jetzt seid ihr wieder gefragt. Ich möchte euch gerne einladen, ladet euch das Arbeitsblatt runter und findet mal für euch 20 Möglichkeiten, die ihr tun könnt, damit euer nächstes Treffen im absoluten Chaos endet. In Frustration, in Chaos, in Müdigkeit, in Unentschlossenheit. Und dann schaut euch die Liste nochmal an und überlegt, was du davon vielleicht in Ansätzen tatsächlich tust und was du stattdessen tun könntest. Wir sehen uns beim nächsten Modul, dann gucken wir uns die öffnenden Methoden ein bisschen genauer an.